Und was ist los in der SPD? Karneval in der SPD, aber unten bröckelt schon. Ja, wir warten eigentlich darauf, dass die Meldung kommt. SPD, Parteivorstand und Präsidium sitzen gerade zusammen, dass Andrea Nahles die neue kommissarische Vorsitzende der SPD wird. Aber die Sitzungen sind noch nicht beendet. Vielleicht dauern sie auch etwas länger, denn es gibt Widerstand aus Schleswig-Holstein, aus Sachsen-Anhalt und auch aus Berlin. Man kritisiert, dass Andrea Nahles in einer Art Hinterzimmergespräch ausgekungelt worden sei. Man möchte doch lieber auf einem Parteitag die Vorsitzende benennen. Und das in einer Zeit, wo die SPD eigentlich froh sein könnte über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Man hat da eigentlich, und das sagen alle, wirklich sehr gut verhandelt. Trotzdem viele Personaldiskussionen. Und wir freuen uns, dass eine Vertreterin der SPD zu uns ins Studio gekommen ist, Georgina Kasungu Haß von der SPD, Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Neustadt. Was ist Ihre Kritik daran, wie Andrea Nahles jetzt eventuell als erste Frau Parteivorsitzende der SPD werden könnte? Also erstmal bin ich total froh, dass wir nach 154 Jahren jetzt wirklich eine Aussicht darauf haben, dass eine Frau den Vorsitz der SPD übernimmt. Darüber kann ich auch als Frau in der SPD nur froh und glücklich sein. Ich kann mir auch Andrea Nahles vorstellen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir jetzt ganz sauber in das Verfahren hineinkommen. Der Streitpunkt ist ja, ob wir einen kommissarischen Vorsitz ernennen können. Es gab sowas schon öfter. Allerdings war das immer aus der Mitte des Vorstandes. Es waren Stellvertreter, die diese Funktion wahrgenommen haben. Andrea Nahles ist Fraktionsvorsitzende und hat damit schon ein sehr, sehr wichtiges Amt inne, ist aber nicht Mitglied des Parteivorstandes. Und von daher wäre es nach meiner Ansicht und nach der Ansicht einiger anderer satzungsgemäßer und dementsprechend auch juristisch sauberer, wenn wir jetzt sagen würden, ein Stellvertreter übernimmt die Arbeit bis dann. Der Parteitag entscheidet, wer die nächste Vorsitzende wird. Aber es grummelt an der Basis, weil man will sich diese Parteientscheidung, die Personalentscheidung nicht mehr vorsetzen lassen. Sie wollen mehr Transparenz. Was ist los? Naja, also eigentlich ist die Partei immer schon eine streitbare Partei gewesen. Die SPD zeichnet sich dadurch aus, eine Mitmachpartei zu sein. Und wir haben natürlich alle noch den Schock der 20% am 24.09. in den Knochen sitzen und haben SPD erneuern ausgerufen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir überprüfen, ob wir tatsächlich genug Beteiligung in der Partei haben und ob wir Entscheidungen so treffen, dass sie auch alle mittragen können. Denn wir sind unglaublich abhängig davon, dass von der Basis, vom Ortsverein über die Landesverbände bis zum Bundesverband alle mitmachen und diese Partei nach vorne bringen. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir uns einigen. Wird das Auswirkungen haben auf den Koalitionsvertrag, dem man zustimmen soll in der Mitgliederbefragung? Naja, es muss jetzt gelingen, die Inhalte des Koalitionsvertrages sauber zu trennen von der Diskussion um den Parteivorsitz oder auch um die Diskussion um die Ministerämter. Sonst kann es tatsächlich sein, dass wir da zu Unschärfe kommen. Vielen Dank, dass Sie uns im Studio besucht haben und drücken mal der SPD auf SPD auch für unsere Demokratie die Daumen. Danke für den Besuch im Studio.